Die intelligente Kommunikationsanbindung erfolgt mittels optionalen Kommunikationsmodulen, welches auf das Pro2-Gerät gesteckt wird. Je nachdem, welches Gerät, welches Kommunikationsmodul man gewählt hat, stehen unterschiedliche Feldbusprotokolle zur Verfügung, zum Beispiel IO-Link, Profinet oder Ethernet-IP. Ich sehe hier besonders zwei Punkte. Bei der Inbetriebnahme können Ausgangsparameter, wie zum Beispiel die Ausgangsspannung und das Kurzschlussverhalten, über den Feldbus eingestellt werden. Das verkürzt die Inbetriebnahmezeit. Später dann im Betrieb kann man Dinge überwachen, wie zum Beispiel das Überlastverhalten oder die Betriebsstunden. Stichwort vorbeugende Instandhaltung. Und das ist persönlich der Punkt, den ich hier hervorheben möchte.